komm. Sehr schön, sehr schön. Komm, wir schon umgesetzt. Hau sie raus. Komm, jetzt Hüfte, tauch runter, speiß dir hoch und komm. Ja! Er braucht ein bisschen. Ja. So, wir haben uns jetzt nochmal entschieden, also ich und der Roman, dass wir nochmal einen 100er Lock als Vorbereitung für die FIBO und ein paar Reps machen. Mal ein bisschen Bewegungstraining. Nichts allzu Schweres. Wie viel sind drauf? 100. Drück schon mal 10. Mal gucken, wenn es geht. Eins, komm, jetzt. Zwei. 3, atmen, Rhythmus, 4, 5, 6, komm, 7, 8, 9, 10, danke, ganz easy. Ab zieht ein bisschen der Brust ab. Eine Woche Heilung. Also von mir gibt es kein Video. Komm mal. Komm mal, schnell. Dynamisch, Rhythmus und Atmen. Komm, das sind 100 Kilo, mach dich nicht so verrückt. Ja, komm. Erstmal schön aufstehen. Komm, bisschen dynamisch, gib dir ein bisschen Mühe. So, und jetzt gib ihm, komm. Bam! 1, 2, komm. 3, weiter. 4, weiter. 5. Weiter, komm. 6, weiter. Komm. 7, weiter. Luft rein. 8, super, weiter. Hinterkopf hören. Nächste. Komm, einer noch. Komm, Hinterkopf. Komm. Der Schritt wird mir zu Spannung kostet. Komm, setz ab. Der Schritt nach hinten wird mir zu Spannung kostet. Das hat man gesehen, die Hüfte war dann zu weit vorne und dann war nichts mehr da. Versuch mal, wenn du den Lock ablässt, einzuatmen. Ja, bevor das Wort nur Luft bekommt. Hey. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Farmers Walk. 125 Kilo pro Seite. Sehr schwierige Koffer, sehr breit. Schlagen dauernd an die Oberschenkel. Da kommt man schnell ins Wackeln. Aber schauen wir mal, wie er sich schlägt. Und auf geht's, komm. Die Arbeiterhände, komm. Kopf hoch, komm, Kopf hoch. Atmen, Presseatmung. Grip? Ich hätte dann doch noch mal ein bisschen Magnesium nehmen sollen. Also Grip merke ich jetzt von der Verbindung. Ja. Aber läuft gut? Ja, ich hab schon gemerkt, dass. Leider beim Hochheben auf der Schulter. Weil du läufst, der Arm ist gut und der zeigt so ein bisschen nach außen die Schulter. Ne, ich frag nur, weißt du vielleicht. Also Gentlemen, nach wie vielen Versuchen kläglich gescheitert? 8. 8 bis 10, ja sowas. Also ich habe jetzt versucht, 8-mal die Dumbbell zu drücken. Bin leider gescheitert, ein paar knappe Versuche waren dabei. Ja. Meine persönliche Meinung ist einfach, ich habe vor dem Ding noch verdammt viel Respekt. Ja. Und, aber in nächster Zeit wird sie kommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Was sagst du da, Libor? Die Power ist da auf jeden Fall. Der Umsatz, klar, mit dem Riesending schwer, aber wenn sie auf der Schulter liegt, wie eine 1. Ja. Und wie du gesagt hast, eben die Angst, Respekt. Ich würde sagen Respekt, weil es ist eine Dumbbell, was. Ne? Es ist eine Weltklasse-Dumbbell. Es ist eine Weltklasse-Dumbbell. Ich hoffe halt, oder ich bin mir sogar sicher, dass ich sie in den nächsten 2 bis 3 Monaten werde ich sie holen. Ja. Ich will mich jetzt nicht rausreden oder sonst was, weil ich war heute noch müde vom Training vor 2 Tagen. Im Rücken ein bisschen kaputt. Er hat mit mir trainiert, daran liegt es. Ich habe mit dem Ewald trainiert, der hat mich so richtig kaputt gemacht. Und lange Rede, kurzer Sinn, 2 bis 3 Monate und dann wird sie geholt. Bin ich zuversichtlich. Und das wird natürlich gefilmt, dass ihr das sehen könnt. So sieht's aus. So sieht's aus. Schön. Sollen wir uns gleich verabschieden oder wir gehen noch in den Keller, ja, wir noch Stones und wir machen noch ein paar Adlersteine. Ja.
Schätzchen ein für den Nachhauseweg in Dalibor. Die alte Fachkraft macht es jetzt. So, ich muss ihn hier assistieren. Oh, machst du. Wir wissen ja alle, Safety first. Packen wir das Teil mit dem Stapler und dann wird es aufgeladen. Strongman is a very heavy sport. Sehe ich hier noch ein gutes Nachtlied? Schlaf gut und schlaf es, meine kleine Dame. Komm, mach jetzt. Ich hab Hunger, ich bin wieder Zucker. Ewald, ich schneide das Video, ist mir scheißegal, ich kann es rausnehmen. Ja. Das ist ja, wovor ich Angst habe, dass du es nicht rausnimmst. Das ist scheiße. Mit uns kannst du viel filmen. Wir haben halt ein bisschen was zu erzählen und nicht nur Mikronährstoffe und hier. Da, der klopft für den Stapler. So, was ist da los? Irgendwie ein bisschen fächern. Zugeschlagen. So, Ladies and Gentlemen, ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Die Schlachtplatte ist geputzt. Die Kameraden drüben putzen noch. Dalibor ist auch fertig. Soweit so gut. War ein sehr guter Tag. Ewald hinter der Kamera. Die Dumbbell ging leider noch nicht hoch. Aber sie wird hochgehen in naher Zukunft. Da werden wir uns auch schon verabschieden. Ich bin ziemlich am Arsch. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Unser Tag in Ingolstadt beim Roman. Gutes, schweres Training. Ja. Fahren wir jetzt heim. Fahren wir heim. Hoffen, dass wir keinen Stau kriegen. Oh ja. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Und in dem Sinne, teilt, liked, kommentiert. Wir werden euch alles beantworten. In dem Sinne, ciao. Servus. Ciao, bis zum nächsten Mal.